So, und wir bleiben beim Thema verbessern. Wie kann man Nudeln gesünder machen? Es gibt einen simplen Trick. Man muss sie nämlich einfach nur in den Kühlschrank packen. Warum? Meine Kollegin Claire Oelkers verrät es Ihnen mit ihrem Checkerwissen rund um den Kühlschrank. Labbriger Aufschnitt, verschrumpeltes Gemüse, hart gewordenes Brot. Das kennen wir doch alle. Aber was genau machen wir falsch? Checkerin Claire kennt die coolsten Tipps und Tricks rund um den Kühlschrank und weiß, wie sich Lebensmittel länger frisch halten. Zum Beispiel Aufschnitt. Bei Wurst und Käse ist zu viel Feuchtigkeit eher kontraproduktiv, aber dafür gibt's das hier. Aufschnitt sollte man am besten in atmungsaktiven Dosen lagern, aber nicht allein. Claires Checker-Tipp: immer ein Küchentuch mit hineinlegen. So bildet sich weniger Kondenswasser und das Papier nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf. Salat hingegen sollte immer mit reichlich Feuchtigkeit versorgt sein. Erst den Strunk abschneiden. So kann das Wasser besser hineinsickern. Durch ein angefeuchtetes Küchentuch. Einfach den Strunk damit einwickeln und gut festdrücken. So kann der Salat immer Feuchtigkeit ziehen und hält gleich doppelt so lang. Ich habe einen Tipp für euch, mit dem sich Möhren monatelang frisch halten. Ich pflanze sie nämlich quasi wieder ein. Denn sind Möhren falsch gelagert, verlieren sie schnell an Feuchtigkeit. Claires Tipp: ab in die Sandkiste. Auch wenn sich das etwas abgedreht anhört, es funktioniert. Aber Achtung, die Karotten müssen komplett bedeckt sein. Sie mögen es nämlich dunkel. Ganz wichtig, die Möhren müssen kühl lagern, also ab damit in den Keller oder in den Kühlschrank. Möhren also rein, Brot aber schnell wieder raus, denn... Viele denken, dass Brot im Kühlschrank länger hält, aber das Gegenteil ist der Fall. Durch das trockene Klima im Kühlschrank wird frisches Brot sehr viel schneller altbacken, als wenn es draußen bei Zimmertemperatur lagert. Nee, das ist wirklich steinhart. Aber ich habe einen Trick, wie ich es wieder weich bekomme. Dafür braucht Claire etwas Wasser, eine Porzellanschüssel und einen großen Kochtopf. In dem gönnt unsere Checkerin dem harten Brotleib jetzt eine kleine Wellnessbehandlung. Genauer gesagt, ein Dampfbad. Durch den aufsteigenden Wasserdampf nimmt das Brot die verloren gegangene Feuchtigkeit wieder auf. Nach knapp 10 Minuten ist das Wasser komplett verdunstet. Und? Das Brot ist wirklich wieder richtig saftig, fluffig, lässt sich super leicht schneiden, als wäre es frisch vom Bäcker. Möhren bestehen zu knapp 85% aus Wasser, Radieschen zu 95%. Wenn die aber falsch lagern, trocknen sie aus und werden schlaff. Das Gute, beides sind Wurzeln, heißt, sie haben die Fähigkeit, Wasser zu ziehen. Also ab damit ins Wasserbad und für ein paar Stunden in den Kühlschrank. So werden sie wieder prall und knackig. Ob das wirklich funktioniert, das checken wir später. Erstmal geht's ab ins Küchenstudio. Hier steht ein Kühlschrank neben dem anderen. Und genau da liegt das Problem. Denn die wenigsten wissen, was im Kühlschrank eigentlich wohin gehört. Oder? Ich habe hier einen Tisch voller Lebensmittel und ich würde Sie bitten, diesen Kühlschrank für mich damit einzuräumen. Butter kenne ich nur oben. Also eigentlich räume ich den Kühlschrank relativ planlos ein. Weil die Marmelade, die kommen bei uns alle in die Seitenfächer, so Stück für Stück. Äpfel und Birnen würde ich jetzt gar nicht in den Kühlschrank tun. Hier hat jeder so seine eigene Theorie. Kühlschrankexperte Ronald Kegel weiß, wie es richtig geht. Er orientiert sich beim Einräumen nämlich an den verschiedenen Kühlzonen. Denn in den oberen Fächern und in der Tür herrschen mildere Temperaturen als in den unteren Fächern. Alles, was leicht verderblich ist, gehört in die unterste Ebene auf die Glasscheibe. Milchprodukte, Käse, Joghurt, solche Dinge immer im mittleren Bereich des Kühlschrankes. Und alles, was haltbar ist von Grund auf, wie fertige Soßen, ähnliche Dinge im obersten Bereich. Wäre das also geklärt? Auch etwas, das wir alle kennen, Nudeln vom Vortag. Aber wussten Sie, dass der Kühlschrank die
in ein echtes Superfood verwandeln kann? Claire hat gehört, dass aufgewärmte Nudeln länger satt machen als frisch gekochte. Und was sagen Nudelesser dazu? Claire fragt im Supermarkt nach. Die Nudeln werden fettiger, glaube ich, oder? Saugen die Nudeln dann mehr Wasser auf und haben dann mehr Volumen? Vielleicht ist irgendein chemischer Prozess, der passiert. Gar nicht so schlecht. Ernährungsexpertin Heidrun Schubert sagt, lässt man stärkehaltige Lebensmittel abkühlen, verändert sich tatsächlich ihre Struktur. Heißt, die enthaltene normale Stärke wird zur sogenannten resistenten Stärke. Was ist genau resistente Stärke? Resistente Stärke ist in etwa vergleichbar mit Ballaststoffen. Wir kennen das von Vollkornbrot, von Obst und Gemüse. Und mit den Ballaststoffen hat der Körper quasi mehr zu tun. Ballaststoffe sind schwerer zu verarbeiten und somit quasi auch gesünder. Dieser Trick funktioniert übrigens nicht nur mit Nudeln, sondern auch mit anderen stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Linsen oder Reis. Heiße Lebensmittel übrigens nie in den Kühlschrank stellen, sondern erst vollständig abkühlen lassen, denn sonst verbraucht der Kühlschrank zu viel Energie. Und wie ist das mit der Lagerung von frischem Obst und Gemüse im Kühlschrank? Oh, Obst und Gemüse gehören zwar in die unterste Kühlschrankschublade, aber so Exoten wie diese Papaya hier, die mögen es warm und deswegen bei Zimmertemperatur lagern. Was kaum einer weiß, nicht nur das Fruchtfleisch der Papaya kann man essen, auch die Papaya-Kerne sollten auf gar keinen Fall im Müll landen. Papaya-Kerne sind ein absolutes Superfood. Sie entgiften unseren Körper und stärken das Immunsystem. Papaya-Kerne enthalten ganz viel Vitamin C und das Superenzym Papain. Man kann sie pur essen oder daraus Papaya-Pfeffer machen. Beim Ausschaben sollte möglichst wenig Fruchtfleisch hängen bleiben. Die Fruchtreste siebt Claire mit Wasser aus und tupft die Kerne kurz trocken. Dann ab in den Ofen. Claire backt ihre Kerne bei ca. 80 Grad. Nach etwa 2,5 Stunden sind sie fertig. Optisch erinnern sie schon mal an Pfefferkörner. Und wie schmeckt's? Hat so einen sehr eigenen, würzigen, so leicht pfeffrigen Geschmack. Also kommt sehr an Pfeffer ran. Und wer hätte das gedacht, dass sowas in der Papaya steckt? Die Kernchen lassen sich genauso gut mahlen wie richtiger Pfeffer. Perfekt also zum Kochen und Würzen von Fleisch zum Beispiel. Apropos Fleisch, das Haltbarkeitsdatum gilt nur für geschlossene Packungen. Einmal offen, gibt es eine andere Regel. Geflügel und Hackfleisch halten sich im Kühlschrank nur so 1 bis 2 Tage, also immer gut merken, wann man es reingetan hat. Das Problem? Geflügel wird beim Anbraten schnell zu trocken. Claires Checker-Tipp? Eine Banane. Genauer gesagt die Bananenschale. Denn auch die sollte nicht im Müll, sondern lieber in der Pfanne landen. Ja, richtig gehört. Und zwar direkt zusammen mit dem Fleisch. Am besten immer Bio-Bananen nehmen. Die Schale enthält spezielle Enzyme, die sich beim Erhitzen entfalten. Durch die wird das Fleisch schonender gegart. Und? Ich glaube, so gut habe ich mein Hühnchen noch nie hingekriegt. Schmeckt wirklich gar nicht nach Banane und ist total zart und saftig. Passend zum Fleisch, ein knackiger Salat. Apropos knackig, wie geht es eigentlich unserem Schrumpelgemüse nach 2 Stunden im Wasserbad? Jetzt haben die sich wieder so richtig mit Wasser vollgesogen, sind schön fest und knackig. Und dasselbe gilt auch für die Radieschen. Na, dann kann Claire ja drauf losschnibbeln. Aber nicht ohne uns einen letzten Checker-Tipp mit auf den Weg zu geben. Die Blätter von den Radieschen, die habe ich extra nicht weggeworfen, denn die kann man auch essen. Egal ob frisch auf dem Salat oder als Pesto, Radieschenblätter schmecken ähnlich wie Petersilie und sollten also nie im Müll, sondern lieber, na, wo wohl? Natürlich im Kühlschrank landen. Die Tipps unserer Checkerin sparen also nicht nur Mühe, sondern auch noch Geld. Danke, Claire.